vorigen Wochenende habe ich diesen kleinen Springbrunnen installiert. Und jeder, der vorbeikommt, stellt sich selbstverständlich die drei folgenden Fragen. Erstens, welchen Rauminhalt schließt diese Wasserglocke ein? Zweitens, wie groß ist die Oberfläche von dieser Wasserglocke? Und drittens, wie lang ist der Weg, den jedes Wassertröpfchen zurücklädt vom Ausgang der Pumpe bis zum Wasserspiegel? Diese Situation kann man sehr schön mathematisch modellieren durch solch einen Funktionsgraphen. Das ist der Graph der Funktion f von x gleich Quadratwurzel von x. Und so erhalten wir dieses Volumen. Aber so würde das hier einen einzigen Punkt ergeben. Bei unserem Springbrunnen ist das aber nicht so. Deshalb werden wir den Graphen der Funktion leicht anheben, zum Beispiel auf h gleich 0,3. So erhalten wir diesen Graphen. F von x ist also hier Quadratwurzel aus x plus 0,3. Und dann entspricht dieses Modell hier schon eher der Situation von unserem Springbrunnen. Aber diese Glocke hier, die ist noch etwas hoch. Wir werden also die Höhe leicht verringern. Wir setzen die zum Beispiel auf 2, so. Und jetzt entspricht das ungefähr der Situation von unserem Springbrunnen. Wir werden jetzt die drei Fragen mathematisch beantworten. Wir werden aber dabei auf eine gewisse Schwierigkeit stoßen. Und zwar die Schwierigkeit ist, dass dieses Modell hier anfängt bei a gleich 0. Wir werden durch diese Zahl teilen müssen. Also setze ich hier diese Zahl a auf 0,1 und wir werden dieser Schwierigkeit Division durch 0 so aus dem Wege gehen. Unser Modell entspricht so ungefähr unserer Wasserglocke. Jetzt beantworten wir die drei Fragen. Um das Volumen von dieser Wasserglocke zu berechnen, brauchen wir selbstverständlich diese Formel. Wir setzen diese Formel für unsere Funktion ein, also brauchen wir nur Pi mal dieses Integral zu berechnen. Das geben wir so dem Taschenrechner ein, anhand von dieser Integraltaste. Und der Taschenrechner liefert dann sofort als Antwort, die Wasserglocke hat einen Rauminhalt von 10,31926 Kubikdezimeter. Kommen wir jetzt zur Oberfläche. Dazu haben wir diese mathematische Formel. Wir nutzen die auch hier. Wir setzen einfach unsere richtige Funktion ein. Wir leiten die Funktion Wurzel aus x ab, das macht 1 auf 2 mal Wurzel x. Erheben diese Ableitung im Quadrat und so führt das sofort zu dieser Quadratwurzel. Der Taschenrechner liefert somit eine Oberfläche der Wasserglocke von 17,46538 Quadratdezimeter. Um die Länge herauszufinden, das heißt, um die Länge des Weges zu berechnen, den jedes Wassertröpfchen zurücklegt vom Ausgang der Pumpe bis zum Wasserspiegel, brauchen wir einfach diese Integrationsformel. Auch die setzen wir einfach in den Taschenrechner so ein und der Taschenrechner liefert einen Wert von 2,22581 Dezimeter. Wie jedes mathematische Modell hat auch unser Modell seine Tauglichkeitsgrenzen. Es braucht nur ein kleiner Wind aufzukommen und unser Modell passt nicht mehr.